Ja, und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, nämlich zu Life is Strange Before the Storm, der zweite Teil von Life is Strange, beziehungsweise die Vorgeschichte von Life is Strange natürlich. Oh, lange habe ich mich drauf gefreut, ein bisschen verspätet kommt es hoch, denn es ist schon ein Weilchen draußen, die zweite Episode ist auch schon da. Die dritte wird dann so gegen Dezember erscheinen. Ja, ich muss so ein bisschen so. Muss das passen jetzt, genau. Okay, ja, wie gesagt, ich freue mich schon. Hier steht auch willkommen zu Life is Strange Before the Storm. Um Neuigkeiten nicht zu verpassen, folge uns auf Fassel. Genau. Wir fangen natürlich mit der ersten Episode an und ich wünsche euch viel Spaß mit Life is Strange Before the Storm. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen aller deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum aus. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. So, wir befinden uns sogar jetzt im Spiel. Die Hardrockerin. So, was haben wir? Zaun! No trespassing? No way. Naja, das kümmert uns natürlich nicht. Nähere dich dem Zaun. Halte es gedrückt, um hier rüber zu springen. Holy shit. This place is awesome. If okay. I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. So, ich werde natürlich gucken, dass wir so viel wie möglich von dem Spiel sehen. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. So, davon geht der Punk ab natürlich, wie man schon hört. Also mir ein paar Zierschnipsel. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Those guys need to get a room. Or not. Damn. Mind your own business. Das tut weh. Wohnwagen. This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Straßenkunst. Ah, wir können doch Graffitis malen, meine ich, ne? Ah, perfect place for me to work. Gucken wir mal. Now what to draw?
Oh cool, jetzt kann man sogar wählen. Kein Meth-Labor oder gratis Süßigkeiten. Lustig, kein Meth-Labor. Mach mal das, komm. Und natürlich eine Errungenschaft. Definitely, absolutely not a meth lab. Ja. Also wer da noch reingeht, also wer da noch meint, da ist was drin, der ist selber schuld, da ist nichts drin. So, was haben wir hier? Ein Hundezwinger. This place has collected a lot of junk over the years. A second door inside. So close and yet so far. Zuhören. This band shreds so hard. I gotta get in there. Ja, gucken wir mal, dass wir reinkommen. Tora? I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Nothing says badass like a nice floral print. Der Blumenmuster. Neuer Dialog freigeschaltet. Mal gucken noch. Okay. Das ist das Tagebuch hier. Das werden wir uns auch mal durchlesen, mal ein bisschen, ne? Das können wir doch machen. So, und wer es noch nicht erraten hat eigentlich, bevor ich es vergessen habe, wir spielen mit Chloe. Die hat mir dann gegen Ende der, vom ersten Teil Life is Strange, hat mir ja gesehen, wie die dann aussieht. Und jetzt sieht es dann natürlich so aus. Ach, Türsteher, wir wollen rein. I've got to figure out how to get past this guy. Red mal mit dem, oder? Help you, miss. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Nothing says badass like a nice floral print. Ich habe ja eigentlich schon alles gesehen, von daher. God, again? What do you want, kid? Oh, die Mühle. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Sie müssen mit ihnen jetzt überreden. Are you kidding? You should probably just go. Damit er uns durchlässt. Ja, weggehen wir nicht. Wir können natürlich jetzt auch hart sein. Der Motorrad. Is that your bike over there? Yep. It's pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Na gut, jetzt haben wir nur die Option. Lass mich rein und zwar sofort. Moment mal. Was? Du hast eine Widerwort-Herausforderung begonnen. Was? Okay. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu bringen, das zu tun, was du möchtest. Okay. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Ah, nein, das ist eine Anzeige. Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Okay.
keine Schlafenszeit, deine Schlafenszeit. Tu mir den Gefallen. I don't sleep. It's for the weak. Real cute. But I still don't know you. Echt niedlich. Ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Okay, niedlich. Niedlich ist relativ. Niedlich ist nicht oder wem tut's weh? Look at my face. Do I look cute? Or do I look like I'm going to kick your ass? Okay, kid. I get it. You're tough. Na gut, ich schleiche mich rein. Ich bin nicht deine Kleine. Das hier ist kein Spielplatz. Because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. Ja gut, ja, okay. Ein Mädchen wie ich, Blumen auf deinem Motorrad, ich bin nicht besorgt. Das hat sie uns ja mit dem Mädchen angesprochen. A girl like you with pretty, pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Is your boss your mom? Follow up. Do you live in your boss's basement? You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still Zeit begrenzt auch noch. I give up. You're all right, kid. Go on in. Ja, super. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Aber wir müssen immer genau aufpassen, was man redet. This is intense. So, jetzt sind wir dran. Oh, ein Hund. Cute dog. Scream, don't touch my soul with dirty hands. Okay. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Okay. So. Was wir hier ansehen? That dog is fierce. Her name? Delia. She doesn't usually like people. Yeah. Yeah. Me neither. Betrunkenes Mädchen. Sober up, girl. You're missing the show. Yep, das stimmt. So, Graffiti? Damon Merrick again? Who is this guy? Yeah, no shit. This car could slide down any minute. So are you? Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. Okay. A t-shirt. Is that guy selling merch? I can't hear you. Wish I had some cash. Talk louder, please. That shirt is rad. No. Hey, are you selling 20 any bucks? What? $20 for a t-shirt. That's really expensive. Dick. Us. I told you $20. You looking to get beat? That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative.
Ja, das müssen wir. Aber ich dachte schon, was das mit der Handbremse was zu tun hat, irgendwie. Oh, da ist Frank, den kennen wir doch. Den rücken wir gleich, wir jetzt erst ein T-Shirt. Sekunde. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Shit! No, 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 no! Come on! Oh, thanks shit. Thanks for playing, dick. Jetzt nehmen wir uns ein. Oh, yeah! Sweet, sweet victory. That's like 200 bucks. Boah. Schwer. Jede Entscheidung kann das Spiel beeinflussen. Nee. Not worth it. These guys might burn me at the stake. Nothing sadder than a neglected bong. So, könnte ich mir ein Bier holen? Also, sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Wollte mir auch Mama nicht zum Geburtstag schenken. Sketch Central. Oh, ist hier noch? Cold beer, free for the taking. Yay! Drink more, feel less. Yes, please. So, jetzt haben wir was zu trinken, ne? How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Jetzt gehen wir mal zu Frank. No thanks. I try to avoid hepatitis when I can. Classy. So is Frank. Frank Bowers? What is he doing here? Yo, Frank! Hey! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup, studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? Ha, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. So oft, ja. So, you come here a lot, or? Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. Yes, mit etwas Gras. Ja gut, kann auch nicht schaden. Okay, so, you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. Oh. Ja, jetzt wäre natürlich das Geld vom Auto vorher gut gewesen, ne? How about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Never mind then. Suit yourself. Dartscheibe. Reminds me of the way I make important life choices. So, ansonsten, was haben wir hier oben? Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Dann nicht.
Don't you judge me, spooky deer head. I'm here for the band. Ja gut, dann gehen wir mal ins Getümmel, oder? Damn, there are a lot of people here. Here we go. Los geht's. Fuck. Hey, you okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Wir entschuldigen uns mal. Yep. My bad, dude. You don't know who I am, do you? Nope. Don't care, either. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Maybe I can get a better view of the action from up above. It's almost on the Siegeplatz. If I want to see the band, I'll have to find another way. Those guys are trouble. Machen wir's halt so. Jawohl. Careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Soll mal ernst sein? Hey, I'm sorry about the beer, okay? Not good enough. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer. I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Angreifen oder wegrennen? Geht doch. Rachel? Rachel? Come on. Get the fuck out of here!
Square Enix. Deck 9. Präsentieren Life is Strange Before the Storm Episode 1. Erwacht. Sometimes, all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Max, die Verliererin? Ja genau, ich habe dich eine Verliererin genannt. Willst du wissen warum? Weil du gestern Nacht nicht bei Firework warst. Selbst Frank war da. Er ist mein Dealer, oder Mama, falls du das liest. Er ist mein Dealer, und du solltest das nicht lesen. Das war die beste Nacht meines Lebens. Ich bin auf den Gleisen zur alten Sägemühle gewandert und hab dann den dummen Türsteher so lange blöd angemacht, bis er mich reingelassen hat. Firework war abgefahren. Wer hätte gedacht, dass solche Konzerte in einem Kaff wie Arcadia Bay stattfinden? Scheiß auf Seattle. Außerdem hätte ich fast eine aufs Maul bekommen. Nichts Besonderes. Aber da waren diese zwei widerwärtigen Arschlöcher, deren Eiern ich zerquetscht habe. Und ich wurde von dem beliebtesten Mädchen der Schule gerettet. Wie war deine Nacht, Verliererin? Firework. Plus Chloe. Max. Tja, ich bin gespannt, ob wir Max treffen. Ich werde mich liebe freuen. So, was haben wir noch? Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte, wird das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Max, schreib deine Gedanken in mir nieder. Das hier ist schon besser. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je geantwortet hast. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen, vielleicht zeige ich dir das hier
Dann und wir können es lesen und darüber lachen. Oder vielleicht beschließe ich, das Tagebuch Max viel cooler als die echte ist. Und du lebst eben für immer hier drinnen, als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird es zeigen. Chloe, die Tagebuchchefin. Was haben wir noch? Bist du bereit? Mama hat einen Trip für nächsten Sommer vorgeschlagen und ich dachte, cool. Aber dann fängt sie davon an, dass David dabei sein wird. Ja, dieser David, der möchte gern Sergonant, der sich auf meine Mutter gestürzt hat und an ihr klebt wie ein üblicher Pickel. David, der Schnurrbartschrecken vom Planeten Scheißer. Dieser beschissene David. Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid. Jedenfalls merkte ich höflich an, dass es vielleicht zu früh ist, um anzunehmen, dass David dann noch hier ist. Oder noch atmet. Shit happens. Wie du dir vorstellen kannst, kam das nicht gut an. Meinem Ernst, wenn der Kerl in 3 Monaten noch nicht hier ist, hat sie echte Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und ich echte Pläne für eine Selbstverbrennung. Schlag nach Nerd. Sie verdient was Besseres, mehr wollte ich damit nicht sagen, aber sie wollte es nicht hören, als sei ich das. Punkt, 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 hier. Chloe, the asshole. So, Max, du weißt, dass ich nicht mehr oft zur Schule gehe. So wie du nicht mehr oft mit mir sprichst. Lustige Geschichte, mir fiel keine gute Ausrede ein. Also habe ich es gelassen. Ich tauchte einfach nicht auf. Und es war okay, niemand hat irgendwas zu mir gesagt. Verrückt, oder? Es ist, als sei ich auf einmal unbesiegbar. Vielleicht ist das aber Vorteil daran, das Mädchen mit dem toten Vater zu sein. Keiner weiß, was mit mir zu tun ist. Also sind alle erleichtert, wenn ich zu Hause bleibe. Hätte ich das bloß eher herausgefunden. Denk nur an all die verschwendeten Schulzeit. PS, ich habe an den Boys und Blade Runner gedacht, als ich mir das letzte Mal die Pille geputzt habe. Anfangs dachte ich am Deckard und wie heiß er ist. Aber dann hat Price ihm die Show gestohlen. Egal, bedeutet vermutlich nichts. Ich glaube, ich will bloß ihren Pony, Chloe, das Elektroschaf. So. Das haben wir. Jetzt haben wir auch Frank getroffen. Episode 1. Bild. Passt. Oh, was haben wir noch? Foto? Hey, Max. Hey, Dad. Another day in paradise, right? Ja. Rolling. Wakey, wakey, eggs and bacon. Oh, Frühstück. Last night, seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? Smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Ja, also ich hab's echt gedacht. Also ich glaub schon, dass es das ist. Von daher. I'd like to think my humor has improved with age. Mein Periodensystem. Oha. Verbessern. Better living through chemistry. Super. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Das war tatsächlich Rachel Amber, ne? One of these days I'm actually going to use you to do my homework. What? Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Wait, what? Who? What photo? I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Okay. Well, so no. Photo? Dad was so proud of me for winning that stupid science fair.
Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Used to dream of riding a unicorn as a kid, but then all the unicorns died. No, abreisen. No more unicorns, no more princesses, and no more fucking rainbows. Like you. Na dann. Jetzt können wir noch Graffiti hinmachen. Nothing like a fresh start. Ja, dann machen wir doch mal, oder? Words of wisdom, don't fail me now. 100% der Schüsse Genie ist. Machen wir mal das. Just ask Steve Jobs. Adapt or die. Ja, alles klar. Super. Okay, was haben wir hier noch? Schublade. Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. Das ist doch gut, ne? Noch eine Schublade. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Ich habe die alle gespeichert. Du musst das Foto löschen, auf dem ich tanze. Nur mit diesen lasse ich mich nicht so gehen. Frohes zweimonatiges Jubiläum, Elliot. So. Mir noch. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. Yeah, da ist sie. So. I bet Long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. How do I want to express my teenage angst today? So, Schmetterling, Bonus, Rabe, Firewall. Ja, Firewall natürlich, oder? Obwohl. Was haben wir noch? Schmetterling Bonus. Sagt mir immer noch nicht zu. Nimm mal doch den Rabe mal. Ja, passt doch eher. Obwohl, das passt nicht, glaube ich, finde ich. Jetzt machen wir mal Bonus. Shoutout Deluxe, Punk Dome Deluxe. Machen wir das. Jawohl. So. Jetzt können wir es lassen. Um den Arsch. I really should get going. Ja, gehen wir mal, ne? Shit, where's my phone? God, it's not here. How drunk was I last night? Hey, I said breakfast. Ja, ich komme schon. Guess I better try calling my phone with Mom's. Okay.